Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. An der Woche vom 30. Januar bis den 2. Februar stung den neuen Vertrag, den neuen intergouvernementalen Vertrag, den Staats- und Regierungschef den 30. Januar zu Brüssel aufgestimmt haben, an der Aktualität, an der europäischen Aktualität, auch am Europäischen Parlament. Wir hatten an der Plenär den 1. Februar eine ganz heftige Debatte über diesen Treaty, den noch Fiskalpakt genannt wird. Da stellen sich viele Leute froh, hätten wir das gebraucht oder nicht. Für all die Fragen, die ihr euch dazu stellen könnt, zu antworten, als bei mir am Studio mein Kollege Elmar Brock. Elmar Brock, einer so ganz großen hier am Parlament. So sind sie immer gesund und dick, aber das so nicht lohnt mehr. Das hat er nicht gern. Und als der Präsident von unserer Kommission des Affaires étrangères, hier war aber von allem ein von den Vertretern, von den drei Vertretern vom Europäischen Parlament, die Verhandlungen von den Staats- und Regierungschefs für den Vertrag zustande zu bringen, begleitet haben. Vielen Dank, Elmar, dass du bereit warst, unsere Zuhörer zu informieren über diesen neuen zwischenstaatlichen Vertrag. Der hat ja eine komische Bezeichnung, ich habe mir die mal in Deutsch, das ist der Vertrag zur Stabilität, Koordination und Regierungsführung in der Wirtschafts- und Währungsunion. So heißt das Ding. Es ist aber so, wir hatten ja, du hast ja auch daran teilgenommen, eine sehr heftige Debatte. Haben wir diesen Vertrag überhaupt gebraucht und weshalb kam er zustande? Wir brauchten einige Inhalte des Vertrages, nämlich die umgekehrte Mehrheit, um stärker Mechanismen zu haben gegenüber Ländern, die die Regeln nicht einhalten. Wir hätten gerne die Einbeziehung des Europäischen Gerichtshofs zur Überprüfung, aber auch die Schuldenbremse in den nationalen Verfassungen. Und dieses ging nicht mit dem heutigen Vertrag. Deswegen hätte man eine Veränderung des Vertrages von Lissabon machen müssen. Aber dagegen haben die Briten Widerspruch erhoben, ein Veto eingelegt. Und sie sagten nur um den Preis, dass wir keine Finanzmarktregulierung machen. Wir können nicht in Europa auf Regelungen für den Finanzmarkt, für den Binnenmarkt der Finanzen verzichten, gerade zugunsten der Londoner City. Ja, das deswegen sind ja Teppichhändler-Methoden. Ja. Gibst du mir das? Ja, das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Und deswegen war leider Gottes dieser Umweg über diese intergouvernementale Lösung notwendig, was ich sehr bedauere. Ja, aber also wir brauchen den Vertrag vor allem wegen der Schuldenbremse. Ja. Ja. Für den Rest alles andere können wir regeln aufgrund der Bestimmungen des Lissabonner Vertrags mit der Mitwirkung des Europäischen Parlaments. Ja. Also wir haben den Vertrag ausdrücklich reingeschrieben. Es gilt das Gemeinschaftsrecht und die Methoden des Gemeinschaftsrechts. Und alles, was an Umsetzung geschieht und Sekundärgesetzgebung in Europa sein muss, geht nach dem Vertrag von Lissabon unter Mitentscheidungsrecht des Europäischen Parlaments. Das war aus unserer Sicht das Wichtigste, was wir erreichen mussten, damit dieser Vertrag nicht genutzt werden kann, um ein intergouvernementales Europa der Kleinstaaterei gegenüber der großen Europäischen Union zu errichten. Ja, du warst ja am Anfang gar nicht so begeistert. Auch hast du uns immer berichtet, was denn los war bei den Verhandlungen. Aber jetzt kannst du damit leben. Ja, und es ist vor allen Dingen hineingeschrieben worden, dass spätestens in 5 Jahren dieser Vertrag in den Gemeinschaftsvertrag überführt werden muss, sodass es klar ist, dass für uns die Gemeinschaftsmethode das eigentlich ist und die intergouvernementalen Wege immer nur Zwischenschritte sein können. Wie das etwa beim Schengen-Vertrag am Anfang auch war. Ja, und da waren wir ja nur zu fünft. Ja, und es gab die vertragliche Grundlage dazu nicht. Und heute ist es Gemeinschaftspolitik. Und so sollte es hier auch geschehen. Ja, aber es ist ja so, dass nur nicht 26 von den 7, aber jetzt sind ja nur 25 von den 27 Mitgliedstaaten einverstanden sein, die Tschechen auch. Wie wird denn jetzt die Situation der Engländer und der Tschechen in dem Ganzen sein? Also man wird in diesem Gremium auch sprechen über Wettbewerbsfähigkeit und manches mehr. Und dann ist das, glaube ich, keine Spaltung zu Europa, sondern eine Selbstisolierung dieser beiden Länder. Allerdings haben die Tschechen offiziell als Begründung angegeben, dass sie
rechtliche, prozedurale Probleme damit haben. Ich glaube, es hat auch sehr mit der Haltung des noch im Amt befindlichen tschechischen Präsidenten zu tun. Wenn der weg ist, geht's besser. Dann glaube ich, dann wird es besser gehen. Und ich glaube, auch Großbritannien wird sich überlegen, ob sie auf diese Art und Weise in wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen nicht mehr am Tisch sind. Nicht am Tisch ist, sondern Macht zweiter Klasse wird. Ja, aber das haben sie sich aber selbst zu verdanken. Nun muss aber dieser zwischenstaatliche Vertrag von den Ländern, die ihn unterschreiben, ratifiziert werden. Das soll in den Parlamenten geschehen. Geschieht das überall in den Parlamenten, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, in manchen Mitgliedstaaten müsste es wieder ein Referendum geben. Das einzige Land, wo dazu die Gefahr besteht, ist Irland. Die prüfen zurzeit, aber sehen wohl große Chancen, dass es nicht in ein Referendum hineingehen muss. Das ist ja keine Kompetenzveränderung, sondern sind nur Instrumente, damit beschlossene Regeln im Vertrag von Lissabon drin stehen, besser angewandt werden können. Ja, und es steht ja drin, dass Sie die Regel für die Schuldenbremse selbst in Ihrem Land, entweder in Ihrer Verfassung schreiben müssen oder in ein besonderes Gesetz. Die Luxemburger wollen das nicht in die Verfassung schreiben. Unsere Verfassung eignet sich nicht dazu. Die Luxemburger waren schon immer gut in Ausreden, aber ich kann das nicht überblicken. Das war jetzt keine ernstgemeinte Bemerkung. Du kennst sie zu gut. Wenn der Juncker dich hört, dann wird er dir was sagen, wenn du sagst. Aber es ist auch noch etwas ganz Besonderes. Dieser Vertrag kann in Kraft treten, auch wenn er noch nicht von allen 25 unterschrieben ist. Weshalb denn das? Ja, wir müssen ja sehen, es ist ja ein Problem mit dem EU-Vertrag. Da müssen immer alle Staaten ratifizieren. Ja. Und deswegen ist da ein Stück Reformunfähigkeit entstanden. Ja. Obwohl ich das rechtlich verstehe, dass das so ist. Aber in diesem Vertrag ist es so, es tritt in Kraft, wenn 12 der 17 Euro-Länder ratifiziert haben. Dann tritt der Vertrag in Kraft und dadurch ist dann, glaube ich, auch ein geringeres Erpressungspotenzial vorhanden, um noch wieder Sonderregelungen zu haben. Und ich finde, das ist eine sinnvolle Lösung. Ja. Und wann glaubst du, dass wir 12 an Bord haben werden? In den nächsten Monaten soll das aber geschehen. Ja, ich glaube, da ist ein notwendiger Druck, dass es relativ schnell geht, insbesondere bei den Schuldenländern. Ja. Denn es ist in den Vertrag hineingeschrieben worden, dass der Anspruch auf Leistungen aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus zusammenhängt mit der Ratifikation dieses Vertrages. Was auch richtig ist. Das ist richtig und das müssen gerade die Länder, die Regeln einhalten sollen, mit denen wir heute Sorgen haben, sich hier in der Tat verbindlich verpflichten müssen. Denn die Länder, die ja die Garantien jetzt übernehmen, wozu auch Luxemburg gehört, die müssen ja der eigenen Bevölkerung sagen können, dass diejenigen, die die Unterstützung bekommen, sich auch in die Regeln halten. Ich glaube, dass die Bevölkerung in Deutschland oder Luxemburg, glaube ich, das als Versicherung gern möchte. Ja, du weißt ja auch, dass die Deutschen immer sagen, sie müssten allein zahlen, aber die Luxemburger zahlen pro Kopf mehr als die Deutschen. Ich versuche das immer wieder in Deutschland zu erklären. Das ist das große Missverständnis in Europa, dass die Deutschen meinen, sie müssten es alleine zahlen und die anderen meinen, Deutschland sei der einzige Nutznießer. Beides ist falsch. jetzt aber noch etwas. Also wenn denn dieser Vertrag jetzt von 12 ratifiziert wird, wird er in Kraft treten. Wir haben aber heute, wir kommen ja gerade, heute ist der 2. Februar, wir kommen gerade aus der Abstimmung, aus dem Plenum in Brüssel, und da gab es einen Entschließungsantrag, der auch deine Unterschrift steht, zu diesem Pakt. Dieser Entschließungsantrag, da waren die großen Fraktionen, die EVP, die sozialistische Fraktion, die Liberale und auch die Grünen haben diesen Entschließungsantrag eingereicht und er bekam 443 Stimmen bei 124 dagegen und 75 Enthaltungen. Wieso? Da sind ja auch einige Deutsche und sogar von der CDU, habe ich gesehen, die diesem Vertrag nicht zugestimmt haben. Wir haben aber in unserer Fraktion gesagt, wir wollen das tun, weil wir ihn brauchen. Ja, und es war ja auch die überragende Zahl der EVP und der Sozialisten, auch der deutschen Christdemokraten, die dafür gestimmt haben. Aber es sind natürlich bei solchen Kompromissen immer Dinge, die der eine oder andere nicht so mag. Ja, den Sozialisten, insbesondere den Französischen, war das angesichts des Wahlkampfes mit der Fiskaldisziplin zu sehr. Manche Deutsche mögen die Eurobonds nicht.
und so. Und ich mag dann mal die Finanztransaktionssteuer nicht. Die steht auch drin. Ich habe trotzdem die Resolution gestimmt. Da steht, es sollte auch, fordert jetzt zusätzliche Maßnahmen zur Gewährung der Haushaltsstabilität. Und da geht dann die Rede von der Einführung von projektspezifischen Anleihen. Das sind die Eurobonds. Was ist denn das? Das ist das, was mit Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank, dass man bestimmte Projekte anleihen kann. Das ist schon unproblematisch zu sagen. Ja. Und dann ein Fahrplan für Stabilitäts- Das sind die Eurobonds. Einleihen. Die heißen jetzt Stabilitätseinleihen, ist aber sehr schön. Nicht aber hier haben wir nur einen Fahrplan gefordert. Ja. Keine Einführung. Ja, und aber die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene. Ich habe gestern in unserer Fraktion die Frage gestellt, was heißt europäische Ebene? Heißt das die 27 oder heißt das die 17 Euro-Länder? Und darauf habe ich keine Antwort bekommen. Also ich glaube, es ist eine Vielzahl von Möglichkeiten vorhanden. Das Beste wäre, es würden alle 27 Länder sein. Das wird dann wahrscheinlich an Großbritannien wegen der Londoner City scheitern. Aber auch hier darf Großbritannien nicht die einzige Vetorolle haben. Und es wäre wünschenswert, dass es alles alle Euro-Länder macht. Und wenn von diesen 25 Vertragspartnern, die wir jetzt haben, da möglichst viele mitmachen würden, wäre das ein guter Einstieg. Ja, also in die Frage. Ich bin dagegen, dass es nur auf Ebene des Euro geschickt. Das ist ein Geschenk auf einem goldenen Teller an die City of London. Nein, wir müssen das glaube ich, verbinden mit dem Wohnsitzprinzip. Sonst geht das nicht. Ja, und wie soll das denn? Das heißt, es ist nicht dort der Ort, wo es gehandelt wird, sondern der Ort, wo derjenige sitzt, der das Geschäft macht. Und dann fallen die Steuern in dem jeweiligen Land an. Und nicht nur in der Londoner City. Ich glaube, das ist auch im Luxemburg oder Deutschen oder anderen Interesse, dass dann die Steuernahmen da einfallen, denn sonst werden die Großdollarsteuer, wenn sie denn überhaupt erhoben werden, in London und einen solchen Steilpass für die Londoner City sollten wir wirklich nicht schlagen. Ja, ja, aber also ich meine, wir haben ja jetzt, sind da bereit dabei, einen Bericht zu machen über den Vorschlag der Kommission zu dieser Finanztransaktionssteuer. Wir sind jetzt dabei im Wirtschafts- und Währungsausschuss und da müssen wir gucken, was da vorgeschlagen ist, was machbar ist und was vor allem nicht dazu führt, dass die Finanztransaktionen nicht mehr in Europa gemacht werden. Denn auf Transaktionen, die hier nicht stattfinden, kann man ja auch keine Steuern einnehmen. Also wir wollen das also ganz genau beobachten, was da los ist. Vielen Dank, Elmar, dass du bereit warst, unsere Zuhörer zu informieren. Auch erst einmal, merci, dass ihr uns nur gelauscht habt. Bis geschwört.